Okay, let's go. Auf geht's. Vorletzter Kampf bis 92 Kilogramm. Alexander Okafor gegen Sohib Mouifa aus Frankreich. Ja, beide Jungs super Kämpfe gemacht hier im Turnier. Alex, der im Viertelfinale gleich den Belgier dritten Weltmeister rausgehauen hat. Der Franzose selber auch Europameister bzw. dritter Platz bei den Europameisterschaften. Ja, den Kampf gegen den Belgier habe ich tatsächlich gesehen. Da war ich mit am Ring. In den Vorrunden, als wir noch auf zwei Ringen geboxt haben. Das war wirklich eine Schlacht. Der Belgier, muss man sagen, auch sehr unsauber mit vielen Innenhänden. Da waren beide am Boden auch, ne? Ja, beide wurden angezählt. Und einer der packendsten Kämpfe hier tatsächlich. Aber jetzt schauen wir mal, ob Alex sich das Ding hier sichern kann. Landet da ein Jab, kriegt eine Schlaghand zurück. Eine Schlaghand von Franzosen, der eine echt gute Schlaghand hat, sehr schnell und gerade. Ja, aber Alex darf man auch nicht vergessen, hat im letzten Jahr noch bis 80 Kilogramm geboxt, hat noch die Ausscheidungskämpfe mitgemacht vor der EM und vor der WM. Ist dann aber auf 86 hoch und jetzt hier sicherlich auch im Zusammenhang mit den olympischen Gewichtsklassen oder die Änderung der olympischen Gewichtsklassen bis 92 Kilogramm. Er hat schon die letzten paar Jahre paar Gewichtsklassen jetzt gemacht. Ja. Er hat sich auch generell sehr gut entwickelt. Ja, hat er vor dieses Jahr den dritten Platz bei der U22 Europameisterschaft belegt. Ja, sehe ich ähnlich wie du, eine enorme Entwicklung hingelegt. Ja, gute Rechte trifft er hier. Schlaghand. Lassen wir das mal den Punkt richten. Überlassen wir das mal den Punkt richten. Ja. Ja, auch nochmal die Information an Sie, euch da draußen. Im Dezember finden dieses Jahr noch die deutschen Meisterschaften statt, der Elite in Rostock, in der ersten Dezemberwoche. Das Finale ist am 3. Dezember auf einem Samstag. Dort werden wir sicherlich auch wieder einen Livestream zur Verfügung stellen. Aber schaut auch gerne vorbei zu den 99. Deutschen Meisterschaften. Gerade die Information bekommen, dass die erste Runde 4 in die blaue Ecke ging. Aber Alex kämpft jetzt zurück. Ja,
jetzt des Öfteren die Situation, dass der Franzose im Schwitzkasten von Alex landet. Da muss der Referee natürlich wieder dazwischen gehen. Hier ist schon wieder zu sehen. Scheint so, als würde es unentschieden stehen jetzt. Ja, die Punktrichter lassen sich noch offen, völlig zu Recht, in meinen Augen. Also, nach unseren Informationen ist das ausgeglichen. Die Informationen werden die Jungs natürlich jetzt auch beide in den Ringecken gesagt bekommen. Wie gesagt, bei den Trainern unten. Die dritte Runde jetzt auch sehr intensiv werden. Ja. Also bei den Trainern, die heute das erste Mal dabei sind, bei den Trainern unten in der Ringecke steht ein kleiner Bildschirm. Und nach jeder Runde kriegen die Trainer die Informationen, wie gepunktet wurde, wie sich die fünf Punktrichter entschieden haben. Und demzufolge können die Boxer dann nochmal entsprechend eingestellt werden. Beide Fanbases nochmal pushen ihre Jungs. Ja, die Halle steht Kopf jetzt. Schöne Aktion von Alex mit dem rechten Haken ins Ziel. Franzose nochmal mit einer linken. Na, jetzt kommen die entscheidenden Minuten, die entscheidenden Sekunden. Er trifft in solchen Aktionen eigentlich sehr gut, pendelt dann aus, aber lässt sich dann nach vorne fallen und gerade dann in den Clinch. Das sieht natürlich nicht gut aus dann, ne? Vor allem in der Schwitzkasten. Ja. Schafft es dann immer wieder im Clinch, den linken Arm rumzulegen um den Kopf. Und der Franzose nimmt den Kopf runter und dann wird dann da. Trifft ihn nochmal gut. Sehr gute Aktion. Nein. Fantastischer Kampf auf jeden Fall wieder. Da trifft der Franzose sehr gut. Verliert leicht die Balance, aber ist wieder da. Ja, Alex wollte hier seine Schlaghand, er hat seine Schlaghand geschlagen, aber seine Deckung geöffnet und der Franzose fängt ihn mit dem linken Haken ab. Aber bisher für mich Alex immer noch mit dem klareren Treffer in der Runde. Und hier nochmal.
Hammerkampf. Hammerkampf. Sehr enger Kampf auf jeden Fall. Für mich, Alex, auch knapp vorne. Für mich auch, ja. Schauen wir mal, was die Punktrichter dazu sagen. Das sind natürlich die spannendsten Kämpfe, wenn es nach zwei Runden ausgeglichen ist. Ja, die Franzosen heben schon den Arm. Sehr gut. Das ist der Boxsport. Fairplay. Ein paar Sekunden vorher fesseln sie sich noch und danach gibt's ein Checkhand. Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Unglaublich spannender ja. Kampf, unglaublich intensiver Kampf. Hut ab vor Alex auf jeden Fall. Ja, muss ich mit seiner Leistung nicht verstecken. Ich habe ihn ja vor ein paar Jahren noch im Internat erlebt in Heidelberg.